Jetzt. Ach. Vergib mir. Bitte. Vergib mir. Möge deine Seele nun endlich ihren Frieden finden. Sei es in der Stille des Sternengrunds oder in der Tiefe der Unterwelt. Etwas von euch bleibt zurück. Eine Idee, ein Konzept. Und als solches werdet ihr eines Tages wieder Form annehmen. Ob dies mit oder ohne euch ein besserer Ort ist, zählt nicht. Was zählt, ist, dass ihr leben wollt. Hasst uns. Und wir können es euch nicht verdenken. Aber lasst euer Leid, euren Schmerz zurück. Wir werden eure Trauer schultern, damit ihr frei von Sorge seid, wenn ihr aufs Neue geboren werdet. Hermes, tritt dem Konvent bei. Du gehörst hier nicht hin. Wenn ich gehe, trifft eben jemand anderes die Auswahl. Und es wird sich nie was ändern. Sag es mir. Wiegt unsere Pflicht, den Planeten zu bessern, schwerer als der letzte Lebenshauch einer ganzen Art? Und wenn wir unsere Pflicht erfüllt haben und der Planet perfekt ist, was dann? Lachen wir ein letztes zufriedenes Lächeln und sterben? Ich weiß es nicht. Wenn ich Van Daniels Sitz einnehme, heiße ich damit seine Rückkehr zum Planeten gut. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Es sind diese Zweifel, die mir einflüstern, dass ich nicht geschaffen bin für das Amt. Hermes! Sei nicht böse. Es schmerzt. Ich bekomme keine Luft. Verzeih mir. Falls ich meinen Sitz im Konvent nicht gerade verspielt habe, gib mir bitte einen Moment, um meine Gedanken zu sammeln. Hythlodeus, wärst du so freundlich, dich um die beiden zu kümmern? Natürlich. Lass dir ruhig Zeit. Und du? Ich hoffe, dass du findest, was du hier suchst. Ich denke, wir haben ein paar Dinge zu besprechen. Wollen wir in die 12 Gärten zurückkehren? Ja.